Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und ja, unser kleiner Ezra, der ist zu einem Schulkind herangewachsen und hat es aber nicht geschafft, noch rechtzeitig in die Schule zu kommen. Also älter zu werden und dann noch gleichzeitig direkt in die Schule. Aber ich glaube, das hat er auch so nicht gepackt, weil es dann immer am nächsten Tag dann Schulzeit ist. Aber nun gut. Dann geht er halt nach dem Wochenende. Bei dir müsste ich unter Umständen mal in das Outfit reingucken. Weil ich weiß ja nicht, was du sonst für Dinge hast. Wobei, das könnte ich ja eigentlich dann machen. Man sieht ja dann, was er für eine Alltagskleidung hat. Und du schaukelst ganz, ganz entspannt rum, ne? Ich wollte schon sagen, sie sitzt auf dem Stuhl. La-di-da-di-da-di-da. Aber das ist ja der kleine Junge in der Dusche gewesen. Und er ist auf jeden Fall müde. So, welches Bett gebe ich dir denn? Könntest tatsächlich das hier nehmen? Was möchtest du? Jemanden einen Streich spielen? Ein Objekt kaufen? Spieltisch? Einen Spieltisch hatten wir noch nicht, ne? Müsste ich mal gucken, wo so ein Spieltisch ist. Das ist mit dem Zug. Da ist er doch. Ach Gott, das ist ja eine Schildkröte. Wie süß. Nee, so einen Spieltisch hatten wir noch nicht. Wäre ja mal an der Zeit, ne? Dann stelle ich mal das Pferdchen dahin. Kommst dahin, so. Weil, warum sollten die dann hier oben nicht mit Bauklötzchen spielen können? So müde wärst du, ne? Aber du könntest ruhig mit Bauklötzchen spielen. Dafür habe ich den ja jetzt besorgt. So, meine Liebe. Nach der Schule geht da wieder Rao mit zu Jared Collins nach Hause, okay? Ja, von mir aus. Ah, da hat schon wieder jemand angefangen zu malen. Also nicht irgendwie Rhonda, sondern jemand von den Kindern oder so. Boiler reparieren. Das ist dir schon klar, ne? Und du musst gar nichts machen, ne? Außer schulische Aktivitäten. Wasserrutsche. Wo kriegen wir die denn noch unter? Ich wollte das eigentlich alles mal einzäunen, ne? Frage ist, kriege ich das überhaupt eingezäunt? Also hier kommt ja sowieso keiner lang. Dann müsste ich ja gucken. Warte mal, ich muss in den Baumodus. Und dann gucke ich mal, dass ich da von da oben diesen Zaun krieg. Weil da kommt eh keiner lang, ne? Auf Wasser kann das nicht platziert werden. Die Frage ist, brauchen wir das überhaupt, dass man das Grundstück einzäunt? Dann können ja keine Wildpferde mehr drüber. Das wäre auch langweilig. Außerdem, wer benutzt denn schon die Wasserrutsche? Außer wir. Und zwar Outdoor wollte ich. Ich wollte zumindest mal gucken, wie teuer das ist. Eine Wachsrutsche. Okay, das ist nicht das, was wir suchen.
Da. Gartenrutsche. Naja, das ist ja gar nicht mal so. Vielleicht mal hinter das Haus. Wir müssen da sowieso vielleicht weiter nach vorne mit dem Haus. Oder es kommt einfach auch hier vorne hin. Ach, irgendwie gefällt mir das drumherum noch nicht so hundertprozentig. Das im Haus, das ist völlig in Ordnung. Aber der Rest halt nicht. Aber okay. Ich denke mal, das wird auch noch... Du bist schon auf 2 hoch. Das ist sehr schön. Ach ja. Aber dann müsste ich ja alles vorziehen. Also ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, das werde ich auch eher dann außerhalb von den Folgen machen. Vielleicht könnte ich das Schlafzimmer auch irgendwie gucken, dass ich das mit dem Wohnzimmer tausche. Dann könnte ich nämlich hier und direkt, ja, bei dem Wetter, es ist kalt, 2 Grad. In 2 Tagen ist Sommer, hättest du dich nicht bis dahin irgendwie gedulden können? Aber okay. Wenn du das gerne möchtest, dann hast du dafür sicherlich... Wer bist du? Ach, du bist Davida. Ah, ja. Reste nehmen. Und zwar die Weintrauben von Kuchen. Das Bild ist auch bald fertig. Ihr seid noch fleißig am Boiler reparieren. Ah, Mann. Wir könnten natürlich auch den Hintereingang dann also in der Küche dann dingsen. Ah ja, okay. Was hast du für ein Sternzeichen? Wir scheinen perfekt zueinander zu passen. Ja, darum mache ich mir keinen Kopf. Und dann musst du nämlich auch noch Hausaufgaben machen. Du warst nicht am Schlafen. Du kannst nur mit Bauklötzchen spielen? Ich dachte, man könnte auch malen. Naja. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild. Aber wir verkaufen das. Wir brauchen nämlich ein bisschen Geld, damit wir auch diesen Umbau machen können. Hoppala, das wollte ich doch nicht zusehen. Was ist das? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wie süß. Fangen. Und dann kannst du nach Hause gehen. Und du könntest eigentlich deine Hausaufgaben auch zu Hause machen. Und dann könntest du dort auch was essen. Könnt auch ruhig nach Hause kommen. Okay, eure Noten, die sind jetzt nicht gerade besser geworden dadurch, aber das wird sicherlich noch. Und dann kannst du dir auch Pfannkuchen nehmen und du hast doch bestimmt auch Hunger. Und dann besorgen wir doch gleich mal so einen Dingelchen. Echsenterrarium. Ich denke mal, da kommt die doch rein, oder? Das kann dann tatsächlich bei den Jungs stehen, ne? Das steht dann wahrscheinlich auch nicht so im Weg.
Ihr seid da immer noch nicht auf dem Weg. Und dann kommen auch schon die ersten Zombies. Derek Moy. Och nö. Nicht Derek. Derek. Och nö. Wieso denn? Die Sinne von Karen Collins sind total geschärft. Sie kann besser sehen, neue Gerüche im Wind wahrnehmen und die winzigsten Geräusche hören. Mit etwas Zeit und Übung wird Karen ihre neu entdeckten Werwolf-Fähigkeiten verbessern können. Okay. Aber ich denke mal, für dich wird Zeit, schlafen zu gehen. Hausaufgaben hast du ja gemacht. Oder bist du gerade am Machen? Okay, gut. Dann ab an die Arbeit. So, du hast auch Hunger. Du kannst das Bild dann auch später fertig malen. Ich denke mal, wir werden schon irgendwann Gelegenheit wieder dafür kriegen. Aber jetzt, wo man ja zusammensitzt, dann könntest du dich ja auch dazu setzen. Du sollst auch einfach nur Hausaufgaben machen. Und du machst dann auch Hausaufgaben. Wer will denn hier jetzt schon wieder rein? Derek, du weißt doch, als Zombie kommst du hier nicht rein. Das ist eine zombiefreie Zone. So, meine Liebe, du kannst... Nein, das Baby kommt! Bitte jetzt keine Panik. Nee, du machst weiter Hausaufgaben. Ich schaff das schon. Du machst weiter Hausaufgaben, egal was passiert. Und du machst jetzt auch Hausaufgaben. Wahrscheinlich kriegt er unten nochmal Panik. Weil ja jemand in den Wehen liegt, steht. So, du wirst jetzt auch mal Richtung Bett verschwinden. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ich prüfe das nach, ne? 21%, dann musst du das später machen. Ich hoffe, du schaffst es halbwegs weit. Der Zoologe. Nö. So, ich bin mal gespannt, ob wir Glück haben und Zwillinge kriegen. Ah, das wäre cool. Kannst du dich dabei konzentrieren? Nee. Es ist ein Bild. Oh mein Gott, eine Katze. Ein Waschbär. Ja, ich habe dir doch gesagt, du kannst ins Bett gehen. Ich schaff das hier schon. Na? Ah, es ist soweit. Mädchen, das kleine Mädchen. Banzer, das wird ja auch so geschrieben. Nein, ich meinte eigentlich Banzer. So. Nein, nur eins. Schade. Du hast... Oh, ja. Entschuldigung. Ein Junge. Oh Gott. Caleb.
Ich glaube, Caleb hatten wir noch nicht. Nee. Caleb? Es war doch ein Junge, oder? Ja. Oh Gott. Und dann taucht dieser Zwerg auf. Das ist super. Du hast zwei Kinder und einen Zwerg auf die Welt gebracht. Super. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist ein Junge. Caleb und Spencer. Super. Zwillinge. Und die waren jetzt von dem Liam, ne? Ja. Die müssten eigentlich von dem Liam sein. Also, Spencer und Caleb. Ah, das freut mich echt total, dass das wieder Zwillinge geworden sind. Richtig toll. Ach ja. Einfach genial. Du kannst es nicht einfach da. Doch, du bringst es in die. Mann, jetzt nicht so laut. Mahils, bitte, willst du hier wirklich sein? Ja, eigentlich. Wir sind viel zu voll. Um, dass ich jetzt nochmal Baby machen. Dingse. Weil, ja, das sind ja schon 7. Ich glaube, 7 ist ja das Maximal. Okay, du bist immer noch da. Und wer bist du? Daniel Burg. Okay. Du könntest ihm die Flasche geben und dann kuscheln. Ein bisschen spielen und dann ins Kinderbettchen legen. So, und dann kannst du dich mal selber ein bisschen dingsen. Und ich glaube, ich werde dir jetzt tatsächlich auch ein neues Bett geben. Was kann denn das Bett? Das hat Energie 4. Das hat Energie 7. Aber keine, ja doch, Entspannung hat's dasselbe. Ja, dann kriegst du halt so eins. Weg damit. So, zack. So, ich denke mal, Spencer kommt soweit ganz klar, bis ich dann ausgeschlafen habe. Och nö, Leute, was ist denn hier los? Ach, das war der Waschbär, ne? Du steckst auch mit den Zombies unter einer Decke, ne? Hier geht's halt nicht rein. Das könnt ihr knicken. Meine Pflanzen sind in Sicherheit. Ich weiß, dass ihr da dran wollt. Wieso steht das auf dem Waschbecken? Okay, gut. Wir haben ein Foto auf dem Waschbecken. Okay. Zwillinge. Ja. So, ihr seid alle noch fleißig am Schlafen. Ist auch völlig in Ordnung. Könnt ihr mal nicht nerven und einfach Leine ziehen? Hast du das jetzt da reingetan? Junge, du solltest das doch da reinlegen. Naja, gut. Ich hoffe, dass das
Hallo? Nee, warte mal. Das geht ja mal gar nicht. Bitten zu gehen. Ich dachte, du könntest. Wer hättest. Na gut. So, meine Lieben, aber ich mach auch schon. Bist du schwanger? Nee. Mach an der Stelle auch wieder einen Cut. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.